Hier ist der Mann, der beim Fußball immer auf der Bank saß. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, herzlich willkommen zu kaum zu glauben. Der Show mit den unglaublichen Geschichten. Menschen, die besondere, verrückte, skurrile Erlebnisse hatten. Die sie hier bei uns kundtun, aber erst dann, wenn unser Rateteam ihnen nicht auf die Schliche gekommen ist. Aber die werden heute Abend wieder alles geben. Bernhard Hoeker. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumpf. Und Jörg Pilawa. Was eine Stimmung hier heute Abend wieder bei uns. Aber das ist erst der Anfang, meine Damen und Herren. Wir starten gleich mit der ersten Geschichte und unserem ersten Gast. Herzlich willkommen. Hallo, Hans Michael. Hans Michael. Ja. Ja. Hans Michael hat eine unglaubliche Geschichte. Bitte überzeugen Sie sich selbst, meine Damen und Herren. Wenn Sie es jetzt noch nicht erfahren wollen, dann schließen Sie bitte die Augen. Denn die Möwe ertönt. Lachen von Herzen, aber nicht so gut. Also einige hatten richtig dieses, oh Gott. Oh. Ja. So, ne? Das war was ganz Schlimmes. Oh Gott. 45 Sekunden. Bernhard, mit diesem Hinweis starten wir. Hans Michael hat Leichen im Keller. Hans Michael, handelt es sich um ein Hobby? Ja. Du sammelst Dinge? Sammeln? Nein. Du hast mehrere Dinge. Das ist Teil deines Hobbys. Diese Dinge sind bei dir im Keller. Ja. Du lagerst Dinge im Keller, die tot sind. Nein. Nein. Kommst du darauf? Das ist ja auch falsch. Ja, eben. Okay, du hast lebende Dinge im Keller. Nein. Du hast keine toten Dinge im Keller, du hast keine lebenden Dinge im Keller. Er hat keinen Keller. Du hast gar keinen Keller. Du hast keinen Keller? Nein. Hast du Gegenstände im Keller? Gegenstände. Also so, das sind zum Beispiel Figuren. Du hast Figuren im Keller von verstorbenen Königen. Nein. Nein. 200 Euro. Wir schätzen dich sehr für deine Intelligenz, aber das war gar nichts. Wir wissen nichts jetzt. Ja. Tut mir leid, dass mir außer lebend und tot nichts weiteres eingefallen ist. Hubertus. Also, Leichen im Keller haben ist ja ein Gleichnis für, es weiß jemand um einen Fehler, den Sie gemacht haben. Haben Sie einen Fehler gemacht? Nein. Bernhard hat ja meisterlich, es hat nie gelebt und es war auch nie tot. Gab es das überhaupt je, was Sie im Keller haben? Oder sind Sie sicher, dass Sie was im Keller haben? Ja. Ja. Ist das gefährlich? Nein. Figuren. Ist es eine Figur? Ist es aus Holz? Auch. Ist es auch aus Stein? Nein. Ist es manchmal aus Ton? Nein. Ist es manchmal aus Kunststoff? Ja. Es ist also manchmal aus Holz und manchmal aus Kunststoff. Ja. Mann, Mann, Mann! Was schreibst du auch? Hubertus hat uns auch nicht geholfen. Stefanie, du bist dran. Deine Zeit. Ja. Ist es sinnvoll, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, was das für Figuren sind, danach zu fragen? Ist das wichtig für die Aufgabe? Ja. Ja. Okay. Sind diese Figuren, bilden die Menschen dar? Stellen Sie Menschen? Nein. Sind es Comicfiguren? Nein. Sind es Spielfiguren? Ja. Ihr habt aber schon Ahnung, wovon ihr da redet. Ja. Wir schon, kann man aber mit den Figuren etwas machen? Also zum Beispiel spielen? Ja. Gut. Es hat nichts mit einem Brettspiel zu tun, gehe ich von aus. Nein. Diese Figuren sind sehr alt. Nein, oder nein. Nur die Figuren, die da. Sind nicht sehr alt.
600 Euro, Hans-Sigel. Die größte Eisenbahn, private Eisenbahn. Jörg, falls du noch notieren möchtest, nicht sehr alt. Nicht sehr alt. Die haben doch immer diese Figuren. Wir fangen an. Hans-Michael, diese Figuren, fertigen Sie die selber an? Ja. Ausschließlich? Oder kann ich die auch woanders kaufen? Das heißt, Sie sind der einzige Mensch, der diese Figuren hat? Nein, 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 aber das ist schon, sind seine Figuren. Verkaufen Sie diese Figuren auch? Nein. Macht dieses Hobby einsam? Nein. 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 Teilen Sie das Hobby mit anderen, tauschen Sie? Nein, tauschen nicht. Tauschen nicht. Bilden Sie mit diesen Figuren lebende Objekte nach? Nein. 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 Sind es Bauwerke? Nee. Sind es also Tiere? Im weitesten, nein. Nein. Bauwerke nicht, ja. Tiere nicht. Nein, nein, nein. Der Mann baut Grabsteine nach dem Keller. Wir sind hier bei 800 Euro. Jetzt darf jeder von euch noch einen Tipp abgeben, Bernhard. Also mein Tipp ist, das geht in Richtung Modellbau. Sie haben die größte Fantasy-Figurensammlung der Welt in Ihrem Keller. Nein. Nicht ganz abwegig, aber nein. Nein. Mir hat Bernhard gerade erzählt, wo das Wort Pechvogel herkommt. Dass man mich früher Vögel gesammelt hat auf so Pechstangen und dann kleben die. Sie bauen Kuckucksuhren im Keller, wo aber eine Pechstange rauskommt. Der Vogel fliegt drauf, ist tot. Dann tun Sie mit einem diabolischen Lächeln die Kuckucksuhr in den Keller und sagen, ich habe wieder einen Vogel gefangen. Was Sie sind ein gemeiner Kuckucksuhr. Vogelfänger. Nein. Kaum zu glauben. Es wäre so schön gewesen. Nein, Hubertus. Stefan. Ich wollte das wissen, jetzt war das. Wolpertinger jetzt hier so ein Name. Räuchermännchen, sagt Ihnen das was? Ja. Führt uns das es näher? Es ist aber keine Zeit mehr, Fragen zu stellen. Ich habe echt keine Ahnung. Hat der den ganzen Bundestag nachgebaut? Okay, Stefanie, keine Ahnung. Menschen. Jörg, deine Chance. Leichen im Keller, das kennt man ja aus der Politik. Ich bin der Meinung, dass Sie in minutiöser Kleinstarbeit das ganze ehemalige Bonner Regierungsviertel in Ihrem Keller nachgebaut haben. 1.000 Euro für Hans Michael. Und es ist wirklich so unglaublich, was Hans Michael euch jetzt zu sagen hat. Denn Sie zu Hause wissen es ja im Zweifel schon, wenn Sie eben hingeguckt haben, als wir es eingeblendet haben. Hans-Michael hat eine Geisterbahn im Keller. Der Mann hat eine echte Geisterbahn im Keller. Das sagen viele Männer, habe ich bei mir zu Hause auf dem Sofa. Du. Ja. Hand gebaut. Und das müssen Sie, meine Damen und Herren, müssen Sie sich anschauen. Das ist so abgefahren. Das ist wirklich gut. Über dieser Straße in Neuss braut sich was zusammen. Denn in diesem Haus geistern Leichen im Keller. Und er ist ihr Schöpfer, Hans-Michael Derenbach. Eigentlich erschrecke ich die Leute gerne, aber ich bin ein ganz Lieber. In seinem Keller befindet sich eine echte Geisterbahn, Marke Eigenbau. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Unglaublich. Ja, das ist mein bester Kumpel namens Clemens. Kann man auch sehen, Ähnlichkeit vielleicht. Mehr als 3 Jahre hat der Bau seines privaten Gruselkabinetts gedauert. Wo ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich ihr auch direkt gesagt, dass ich eine Geisterbahn habe. Habe ihr das vorgeführt. Und dann hat sie erst mal gedacht, ich bin ein ganz schön verrückter Kerl. Diese 4 mutigen Nachbarinnen wollen die Geisterbahn zum ersten Mal testen. Ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Na dann. Los geht's. Bei beeindruckenden 13 Meter Schienen dürfen sich die Damen auf eine 7-minütige Horrorfahrt freuen. Und? Wie war's? Super. Ja, war schon. Also besser als auf jeder Kirmes, muss ich sagen. Gestern waren wir richtig blöd. Das ist definitiv ein Horrorkeller. Ja.
Nee, Monster bin ich natürlich nicht. Ist das eine coole Nummer, oder? Ja, aber wir sind gleich. Hans-Michael, wie kommt man in Gottes Namen darauf, sich eine Geisterbahn in den Keller zu bauen? Ja, es hat sich so ergeben, ich habe ja vorne einen Partyraum, wir haben immer Partys vorne gefeiert. Und dann kam ja vor Jahrzehnten ungefähr so Halloween-Partys. Und die habe ich dann natürlich auch gemacht und dementsprechend dekoriert. Und immer mehr dekoriert von Jahr zu Jahr, immer mehr. Ich wollte immer einen draufsetzen. Mhm. Bis hin zur begehbaren Geisterbahn. Und dann haben so die Gäste nachher gesagt draußen, ich hätte eine Geisterbahn im Keller. Da habe ich mir nachher überlegt, nee, das ist keine Geisterbahn, die muss ich mal wirklich bauen. Und dann hatte ich noch zwei Räume frei gehabt im Keller. Und dann ist losgelegt. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, ich glaube, ihr gehört ja jetzt quasi zum Freundeskreis. Ich wohne alle, die hier sind. Würden wir gerne machen. Können ruhig mal klingeln, ne? Können wir mal eine Runde fahren. Können wir machen. Ja, alles kriegen wir hin. 1.000 Euro, Hans-Michael, herzlichen Dank für den Besuch. Der Mann mit der Geisterbahn. Ich denke, meine Damen und Herren, wenn Sie demnächst bei Freunden eingeladen sind, vielleicht sollten Sie mal in Teile des Hauses oder der Wohnung auch schauen, wo Sie bisher noch nicht waren. Vielleicht gibt es da ja auch eine Überraschung, so wie auch bei unserem nächsten Gast. Herzlich willkommen. Habt ihr den Hinweis gesehen? Ja. Ja, das ist Norbert Adler. Mit seinem Kakadu Line. Und das Besondere, da kann einem schon mal der Kamm schwimmen. Ja? Das Besondere an dieser Geschichte ist, wir möchten von euch wissen, welche unglaubliche Geschichte hat Line zu erzählen. Also Line hat etwas erlebt. Line, es ist eine Geschichte. Ja, du fängst ja gleich an, aber vorher blenden wir es für Sie natürlich ein, wenn Sie möchten. Meine Damen und Herren. Achtung! Oh, ich hoffe, dass das jetzt keinen Ärger gibt. Ja, mal gucken. Wenn Line jetzt Bekanntschaft mit einer Silbermöwe schließt. Line, halte die Ohren zu. Sie wird sie nicht erkennen. Mund zu. Das hat keiner verstanden hier, was Line erlebt hat. So, der Hinweis. Frag mal, ob sie einen Beruf hat. Ja. Der Hinweis an euch lautet: Norbert und Line sind Arbeitskollegen. Na, du bist mir ein Vogel. Adler. Hubertus beginnt. 45 Sekunden. Sind Arbeitskollegen? In welche? Okay. Ist Line der Chef? Nein. Nee, der Chef nicht, nein. Arbeitet ihr draußen? Auch immer. Arbeitet ihr drin? Seid ihr seit vielen Jahren zusammen? Ja. Hat das was mit Reisen zu tun? Nein. Hat es was mit Sprache zu tun? Nein. Hat es was mit Medizin zu tun? Nein. Hat es was mit einem Handwerk zu tun? Geht ihr beide gemeinsam einem Handwerk nach? Nein. Hygiene. Kein Handwerk. Hygiene, vielleicht kommt der Kakadu Mäuse oder sowas. Also, ja. Stefanie, 45 Sekunden. Ja. Arbeitet ihr auf einem Jahrmarkt? Nein. Ist eure Arbeit für andere nützlich? Ja. Das heißt, Line kann etwas, wovon wir Menschen profitieren? Ja, auch. 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 Hat Line eine besondere Gabe? Ja. Die hast du ihr beigebracht? Nein. Ja, sprich. Wahrscheinlich kann Line sprechen. Deutschland. Aber kann sie etwas Bestimmtes sortieren, rausziehen, erkennen? Das habe ich nicht verstanden. Kann sie irgendetwas... eine Menge. Sortieren. Nein. Bleib mal dabei. Nein. Sie kann auch... Kann sie heilen? Ja.
bisschen übertragen. Ja. Therapie. Therapie für dich. Ja. Ja, sie kann heilen. Heilen. Mir ist noch nicht ganz klar, ob wir jetzt etwas Singuläres, was sie einmal gemacht hat, suchen oder was sie generell macht. Weil es auch noch nicht erfragt wurde. Das sollte ich vielleicht mal machen. Mhm. Ja. Ist das einmal passiert, was wir suchen? Nein. Das macht sie also regelmäßig? Ja. Macht sie es auf Kommando? Nein. Braucht sie dafür einen Menschen, der das hat, damit sie es tun kann? Weil wir von Heilen gesprochen haben. Jein. Jein. Also sie kann es auch nicht mit jedem Menschen machen? Nein. Nein. Dieser Mensch... kann es auch ohne Menschen machen. Das kann man auch ohne Menschen machen? Ja. Mensch, Line, bist du toll. Findet sie etwas unter vielen Dingen raus? Nein. 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 Ja, also ich würde sagen, Bernhard, jetzt kannst du das... Jetzt kannst du glänzen. Bernhard, du kannst glänzen. Norbert hat 600 Euro. Heilen. Auch ohne Menschen. Okay, also heilen auch ohne Menschen. Das hat mich leider gerade wieder um drei Tage zurückgeworfen. Das hat dich umgehauen fast. Und gerade wieder ganz vorne. Okay, also, du gehst mit Line zu Leuten hin, in ein Gebäude, in einen Raum. Richtig. Dann gehst du in den Raum rein. Ja. Dort macht Line etwas. Ja. Sie zeigt etwas an, weil sie etwas findet zum Beispiel. Weil sie etwas spürt. Ja, finden, ja. Nein, spüren, ja. Sie ja. spürt etwas. Mhm. Zum Beispiel, dass ein Feuer brennt. Nein. Okay. Ist es so, wird es therapeutisch? Ja. Erkennt sie Schimmel? Okay. Erkennt sie Baumängel? Nein. Sind es irgendwelche so, ich sag mal, esoterische Sachen, irgendwelche Erdstrahlen, damit Nein. Leute ihre Betten besser? Nein. Erkennt Nein. sie irgendwelche Krankheiten? Ja. Nein. Erkennt Nein. sie Dinge, die, ja. Dinge, erkennt sie Dinge, die krank machen können? Nein. Nein. Erkennt sie auch? Ist sie so therapeutisch im Sinne von therapeutisches Schwimmen mit Delfinen, nur halt fliegen mit einem Vogel? Ja. War sie ein Therapievogel? Ja! Ja. Das stimmt! Ganz nebenberuflich erkennt sie übrigens auch noch Ölfelder. Ja. Ja. Nein, Line, Norbert, therapiert ja. nicht in erster Linie Menschen, ja. sondern? Auch Vögel. Mhm. Also auch, wir gehen auch zu Tierhaltern, zu Papageienhaltern. Magst du rübergehen? Ach, dann tu das. Ja, wir gehen zu anderen Papageien. So Kakadus haben ein sehr gutes Gespür für Liebe, nette, für Menschen, liebe die Menschen. Richtig. Ja? Für die Hilfe brauchen. Oh nein. Das ist sehr gut. So, Norbert, erzähl mal. Also, wie erklärst du das deiner Frau? Sie therapiert nicht in erster Linie Menschen, sondern... Nein, wir gehen also auch zu Papageienhaltern, die einen Vogel haben. Und wenn ich mit ihr komme und man sie sieht, hat sich die Frage nach einem Partner sehr, sehr schnell geregelt. Ohne lange und endlos Diskussionen. Wer das sieht, schafft sich ganz schnell einen zweiten Vogel an. Und da ihr euch das natürlich nicht vorstellen Nein. könnt, wie Nein. sowas aussieht, ja, bin ich sehr froh, dass ich Bewegtbildmaterial präsentieren kann. Dürfen wir vorstellen, Frau Dr. Dr. Med Line Kakadu. Stolze 40 Jahre alt und ein echter Therapieprofi. Das ist ihr Assistent, Norbert Adler, 62. Line ist für mich ein Naturtalent. Sie ist ein Menschen- und Tierversteher. Ein echtes Dreamteam. Notfalleinsatz für Line. Dieses Papageienmännchen namens Woodstock leidet unter rasender Eifersucht. Es verweigert sogar die Nahrungsaufnahme. Partnerin Tweety macht das ganz depressiv. Sie gibt sich dem Frustessen hin. Line soll das richten. Ich erwarte auf jeden Fall ganz tüchtig, dass wenn ein anderer Vogel hier mit drin ist, dass mir da geholfen wird. Line kann entweder auf andere Vögel zugehen und wir sehen einfach mal, was sie für Kontakte hat, beziehungsweise wie der andere Vogel überhaupt reagiert, wenn ein anderer Papagei in der Nähe ist. Die Therapie beginnt. Wird Woodstock dulden, dass Line sich dem Käfig nähert?
Woodstock rastet aus. Versuch gescheitert. Hier hat Lina eine Menge zu tun. Beruhigend wirkt sie auf den Macho ein. 30 Minuten Therapie und Woodstock ist besänftigt. Also Line strahlt für mich so eine unheimliche Ruhe aus. Also das ist unheimlich erstaunlich. Ganz toller Vogel bist du. Ja. Super, Line. Super, Line. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, unglaublich. Wie kann man dich rufen, wenn man das Gefühl hat, es gibt Bedarf? Unseren Verein anrufen. Okay. Und geht es dann nur um quasi, was wir eben gesehen haben, mit einem Papagei? Oder kann sie auch Hunde therapieren? Oder? Nein, also wir machen vor allem tiergestützte Aktionen, tiergestützte Therapie und Tiertherapien. Okay. Also da geht es dann wirklich um Papageien. Okay, alles klar. Also wirklich unglaublich und einmal mehr eine Geschichte, die uns begeistert. Danke. Norbert, herzlichen Dank für den Besuch. Okay. Ja, Line, du bist ein toller Vogel. Kommst du auf meine Hand auch hier? So, Line, ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Ja? Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön, Norbert. Irgendein sehr erfahrener Fernsehmann hat mal gesagt, es ist immer gut, wenn man Tiere in der Sendung hat. Aber es ist auch immer gut, wenn man schöne Frauen in der Sendung hat. Herzlich willkommen unserem nächsten Gast. Hallo. Hallo, Gabi. Schön, dass du da bist. Danke. Ach, was sind Sie gespannt, unsere vier, auf und die wie? Unglaubliche Geschichte von Gabi. Und Sie sicherlich auch, meine Damen und Herren. Wenn Sie es jetzt nicht mehr aushalten können, dann gucken Sie hin. Wenn Sie Ihre Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten wollen, dann schließen Sie jetzt die Augen. Gabi. Ich gebe unserem Rateteam noch einen Hinweis. Okay. Und der Hinweis an euch lautet, Gabi hat sich beim ersten Mal nicht ausgezogen. Hat das mit Dessous zu tun? Hat das mit Dessous, mit Unterwäsche zu tun? Nö. Ist es ein einmaliges Erlebnis? Ja. Das, was wir suchen, ja. Ist es passiert, geplant? Ja. Ja. War es schön? Super. Ja. Okay, hat es mit einem Mann auch zu tun? Ja. Ja, also das grundsätzlich hat es auch mit einem Mann zu tun, aber... Ja, okay. Das ist aber nicht wichtig, das mit dem Mann. Hat es mit zwischenmenschlichen Sachen zu tun? Nein. Für die Lösung, ist es nichts Anzügliches? Okay, das stimmt. Es ist nichts, keine Bettgeschichte. Nein. Was denkst du? Wie darauf kommt. Keine Bettgeschichte. Jörg, deine 45 Sekunden. Okay, da ist vom ersten Mal die Rede. Hast du es häufiger gemacht? Häufiger nein. Nee? Okay. Ich beobachte, wie du dort sitzt. Du sitzt dort so. Hallo? Ja, ich weiß. Hallo? Aber nicht häufiger. Sag mal, jetzt eine 30 Sekunden noch. Ja, du kriegst Nachspielzeit. Okay. Pass mal auf. Sie sitzen dort so, als wenn Sie. Sind Sie Mannequin? Nee. Sind Sie. Model? Ja, dann muss ich schon sagen, ja. Nee. Ja, Model? Bist du ja, was ist das? Achso, okay, Entschuldigung. Hast du den richtigen Gast da? Für mich war Mannequin und Model dasselbe. Deswegen nee, ist es. Nee, ist nicht. Okay, alles klar. Okay. Wir kommen zum nächsten. Ja. Der weiß es schon. Ja, komm, du hast noch zwei Sekunden. Das, was Sie das erste Mal... Doch, du darfst, eine Frage darfst du noch stellen. Wir haben so beim ersten Mal, wir müssen das am ersten Mal ja festhalten. Sie haben etwas zum ersten Mal gemacht. Machen das andere auch? Ja, nee. Klar, machen andere auch. Ja, das machen andere auch. Auch zum ersten Mal. Ja. Sag mal, Jörg, du hast diese Gelegenheit mit der Frage gefüllt? Ja, ich weiß es. Na? Nee, sag ich jetzt nicht. Ich habe nur eine Idee. So, Bernhard. Bin gespannt.
Geht es um einen Fototermin? Ja. Sind Sie fotografiert worden? Ja. Und Sie haben sich nicht ausgezogen? Nein. Was Sie entweder später gemacht haben? Was manchmal? Entweder? Das heißt, Sie, ging es um eine Zeitschrift? Ja. Geht es um ein Titelbild oder sowas? Ja. Sie sind die einzige unangezogene Playmate von Playboy. Nee. Die erste. Die einzige unangezogene? Ja, die sind ja immer nackt. Und die ist die erste, die angezogen war. Die einzige ungezogene. Ungezogene. Aber es geht um eine, Sie waren das erste Covermodel vom Playboy. Playboy von der Louis, mehr kann ich nicht. Von der was? Das ist auch von eine der Louis. Also, das da muss ich sagen, das stimmt! Gabi Heyer war das erste Covermodel vom deutschen Playboy. Genau. Für die Damen, wenn Sie jetzt bitte hinschauen wollen, oder die Herren, wenn Sie jetzt die Augen schließen wollen, wir lüften jetzt Gabis Geheimnis. Unabhängig davon, dass ich mich daran nicht erinnern kann, war das zu damaliger Zeit ja ein Skandal, sag ich mal. Na klar, man hat mal gehört davon und im Fernsehen gesehen und dann hat man auch mal versucht, da reinzuschauen. Klar, warum nicht? August 1972. Es ist heiß in Deutschland. Auf dem Cover des Playboy erscheint zum ersten Mal eine Deutsche. Ich war sowieso im Studio und dann hat der Fotograf eben gesagt, kannst du mal eben dieses Hemdchen anziehen, machen wir mal ein paar Fotos und zack, 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 ne, hier gezogen, da gezogen, fertig war's. Dass die Fotos auf einem Playboy-Titel veröffentlicht werden, ahnt die damals 21-jährige Blondine nicht. Dass das jetzt so ein Hype wird, weil es der erste deutsche Playboy war, war mir gar nicht bewusst. Ne? Ich glaube, das war wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Weiter nichts. Und als ja, blöde Blonde, kein Problem. Und so lächelt Gabi Heyer am 1. August 1972 überall in Deutschland die Männer an. Meine Mama hat gesagt, oh Schatz, hast du schön gemacht. Und der Papa eben, nee, das kommt nicht in die Tüte, weil er Angst hatte wegen Mädchenhandel und weiß der Kuckuck was. Ne? Aber wie gesagt, nachher war er dann auch stolz. Der Startschuss für eine fulminante Modelkarriere. Mit gut bezahlten Engagements und dutzenden Werbeverträgen. Heute posiert Gabi nur noch privat. Oh, was für ein heißes Häschen. Ne? Früher war sie super schön, aber ich finde sie jetzt viel, viel schöner. Danke. Und heißer. Ja. Guck mal hier, was ein Gentleman und Recht hatte. Danke. Es sind einige Exemplare überliefert worden. Ja, hast du das in Erinnerung gehabt? Oder? Nein, 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 nein. Ich weiß, ich meinen ersten, ich, mein ersten 1972 warst ich habe mir damals natürlich meinen Playboy gekauft, als ich so angefangen habe, meine Sexualität zu erkennen, also so mit 32. Und bin dann in so einen Laden rein und habe gesagt, ich hätte gerne einen Playboy. Dann guckte der so ein bisschen, weil ich halt doch jünger war, und meinte, für meine Schwester, weil die war schon 18. Und dann meinte er, Gruß an deine Schwester. Und dann habe ich den aber irgendwann ausgelesen gehabt und habe den weggeworfen und mich total geärgert, dass ich den Hasenaufkleber nicht behalten habe. Oh. Das war das, was mich nachher am meisten geärgert hat. Also ich aber sind jetzt keine weiteren Fotos von dir hier in diesem in dem ersten... Nicht gewesen, nicht. Aber du hast dann später noch mal eine Fotostrecke gemacht. Ich glaube, da wurde der Playboy, glaube ich, 30, ne? Deutsche Playboy, und ich war 50. Und dann haben wir das noch mal gemacht, diesmal innen. Und diesmal dann auch ganz? Diesmal dann auch nackt. Ja. Würdest du es heute wieder machen? Jederzeit. Jederzeit. Also immer gute Erfahrung. Ja, immer gute Erfahrung gemacht. Ja. Also, es hat 400 Euro heute eingebracht. Super. Ja, und wir sagen herzlichen Dank für den Besuch und danke, wünschen natürlich Gabi. Alles Gute. Danke, Gabi. Danke, Gabi. Danke. Tschüss. Eine unglaubliche Geschichte jagt die nächste, meine Damen und Herren. Und schon wieder sitzt ein überaus interessanter Gast auf unserem Sessel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo, Volker. Hallo. Er hat eine unglaubliche Geschichte, ja, absolut. Ein Geheimnis, das wir Ihnen jetzt hier präsentieren. Gott, lesen die lange.
Respekt. Ja. Der Hinweis an euch und ja. Jörg beginnt. Sehr gerne. Volkers Familie brachte einiges ins Rollen. Volkers Familie, also es geht um ihre Familie. Ja. Es geht darum, dass sie aus einer berühmten Familie stammen. Ja. Es hat also nichts mit ihrem Beruf zu tun. Nein. Nichts mit ihrem Talent, mit keinem Hobby. Nein. Wir suchen also ihren Familiennamen. Ja. Ja. Haben Sie einen berühmten Vater? Großvater? Ja. Ist es, ja, ein ja. Ist es ein bekannter Mensch? Ja. Ein Erfinder? Ja. Brachte was ins Rollen. Es geht um Eisenbahn? Nein. Geht es um, was rollt denn noch? Kinderwagen? Hier, Skateboards? Das ist nicht zu fassen. Weißt du es? Nein, aber das ist das Einfachste, was es gibt. Autos. Autos. Hey! Ja! Sie sind... Moment, einen darf ich noch. Nein, du hast keinen mehr. Was war denn jetzt? Auto? Warum? Ich Autos, dachte doch, ja. Auto habe ich noch gefragt. Ja, ja. Sie Autos. Sind Herr Porsche. Ne? Nein. Nein. Hallo. Jetzt fang gerne her, mein Sie. So, okay. Möchtest du dich versuchen es jetzt? Es handelt sich um eine Automarke. Ja. Ja. Es ist, also einer ihrer Vorfahren ist Namensträger einer jetzt noch bekannten Automarke. Umgekehrt, die Automarke ist eine, hat denselben Namen wie einer ihrer Vorfahren. Ja. Mercedes. Porsche. BMW. Okay, ist das ein deutscher Wagen? Ja. Ja. Geht es in Richtung Mercedes, also Daimler? Herr Daimler, das ist richtig! Ja, nicht schlecht. Das war Volker Gottlieb Hoffmann Daimler. Der? Urenkel von Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler. Der Urenkel. Kann man davon heute noch leben? Ich wünsche, es wäre so. Nein. Ja. Ja, wir können mal auf ein Foto von Ihrem Urgroßvater gucken. Das ist schon ein sehr spätes Foto. Das ist schon zu Zeiten, als schon ziemlich klar war, dass er die Firma Daimler Motorenwerke nicht mehr führen wird. Ist das auch eine Last, einen solchen Namen zu tragen? Also wenn man Kind ist, Jugendlicher ist und doch mit einem so großen und bekannten, berühmten Namen lebt? Ja, auch. Auch. Es liegt vor allem daran. Empfinden Sie es heute noch so? Heute kann ich damit besser umgehen. Aber früher ist es so, man hat große Erwartungshaltungen. Mhm. So, wo ist deine Yacht? Lad mich doch mal ein. Schenk mir doch mal ein Auto oder irgendwas. Das kann ich gar nicht. Gibt es Menschen, die verwundert reagieren, wenn sie auf ihren Namen stoßen oder wenn sie sich am Telefon melden? Es gab tatsächlich schon den einen oder anderen Anruf, die gedacht haben, sie hätten bei einer Daimler-Benz-Vertretung angerufen und dann wieder aufgelegt. Ja, ja. Okay, das kommt schon vor. Das kommt auch schon vor. Kriegen Sie im Umkehrschluss den wenigstens Familienrabatt? Den bekomme ich ja. Ja, okay, also soweit geht's dann schon. Dankbarerweise. Also, der Urenkel von Gottlieb Daimler. Ja? Ihr habt das Geheimnis gelüftet. 200 Euro sind es doch geworden. Ja, wir freuen uns über den Besuch. Und es war sehr interessant, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Sie sind zu Recht gespannt, meine Damen und Herren. Was erwartet Sie als Nächstes? Ein nächster Gast ist die richtige Antwort. Okay. Hallo, Detlef. Was? Ja. Grüß dich. Hallo. Karneval, Taxifahrer. Das ist irgendwie beste Karneval. Ich habe so ein bisschen Angst vor Hohe, muss ich sagen. Ja? Ja, aber das ist jetzt gleich das Erste dran, also die Nummer haben wir schnell abgehandelt. Okay. Ne? Ja, als allererstes blenden wir jetzt für Sie die unglaubliche Geschichte von Detlef ein. Kann ich schon? Kann man? Ja, okay. Kann man, wurde mir zugemurmelt. Ja. Muss man aber nicht, denke ich mir. Okay. Vielleicht gelingt es dir ja mit Hilfe des jetzt von mir gegebenen Hinweises. Detlef bräuchte zum Schuhebinden eigentlich keine Hände. Detlef bräuchte zum Schuhebinden eigentlich keine Hände.
So, ich habe meinen Beitrag geleistet. Jetzt bist du dran, Bernhard. Der hat den Klettverschluss erfunden. Ja. Gute Idee. Ja. Haben Sie den Klettverschluss erfunden? Nein. Ja! Okay, also, es handelt sich um eine Fähigkeit, die Sie besitzen. Ja. Sie können etwas, was ich nicht kann. Das weiß ich nicht, aber ja, ich sag mal, ja. Ja. Ja, also ich kann es nicht. Können Sie Ihr Bein auf eine unfassbare Art und Weise verrenken? Zum Nein. Beispiel abschrauben und hochheben. Ist es eine körperliche Fähigkeit, die Sie besitzen? Eine Bewegungssache? Ja. Sind Sie sehr beweglich mit dem Mund, mit den Lippen zum Beispiel? Also zum... Ja. Können Sie mit Ihren Lippen Schuhe binden oder mit Ihrer Zunge Knoten machen? Das ist unglaublich, ja, aber wahr. Ja. Das stimmt! Man muss ihn nur fordern, ne? Man muss ihn nur fordern, aber Detlef, ich sage dir eins, da Bernhard Hohecker heute gedopt ist, ja, bekommst du 200 Euro von mir. Ja? Ihnen, meine Damen und Herren, zeigen wir jetzt, wie das aussieht, was Detlef Markwald kann. Ja? Gehen wir rüber auf die Bühne? Unsicher. Ja. So, Detlef, das ist jetzt natürlich kein Lakritz, das ist... Fruchtschnecken. Also handelsübliche Fruchtschnecken, die sind nicht in irgendeiner Form präpariert oder ähnliches. Nein. Ja, wie lange hast du gebraucht, bis das erste Mal geklappt hat? Ich mache das seit ungefähr 25 Jahren, es war ein Zufallsprodukt. Ja. Machst du das beruflich? Nein. Schnecke in den Mund gesteckt, plötzlich waren Knoten drin, die ganze Geschichte nachvollzogen, trainiert und so ergab sich das Ganze. Gibt es da in deinem Mundinnenraum irgendeine anatomische Besonderheit, die... Nein. Nicht, dass ich denke du mal ganz normal, wie bei jedem anderen auch. Also ich gucke jetzt mal ganz genau hin und bin sehr gespannt, wie das aussieht. Er nimmt das rein. Und der kann küssen, meine Damen. Danach erkennen Sie Ihre Zunge nicht mehr wieder. Wunderbar, unglaublich. Vor allem in einer Geschwindigkeit gibt's. Ich versuche das gleich mal, ja, ohne Aussicht auf jeglichen Erfolg. Kai, mir wäre es lieber, du machst die anderen wieder auf. Ja? Was muss ich denn als erstes machen, wenn ich das jetzt im Mund nehme? Im Mund zurechtlegen und dann versuchen, die Schleife da rein zu. Und nicht zubeißen. Hm? Hm? Ich seh vor allen Dingen nicht, was in meinem Mund passiert. Entschuldigung, ich habe sie ein bisschen weit reingesteckt. Sieht jetzt gerade aus, als würde man dich künstlich ernähren. Ich habe keine Chance, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das. Also, das ist eine tolle, sehr spezielle Fähigkeit. Und Detlef, viel Erfolg weiterhin. Ja, danke sehr. Es hat große Freude gemacht. Das sind Dinge, die Welt nicht braucht, aber die wahnsinnig viel Spaß machen. Danke für den Besuch, alles Gute und viel Spaß mit den 200 Euro. War eine schöne Aktion für den weiteren Verlauf der Sendung, weil ich jetzt überall Weingummi habe. Aber ich werde es schon langsam bewältigen, denke ich. So, unser nächster Gast hat bereits Platz genommen. Ich freue mich sehr auf Sie. Ja, herzlich willkommen. Hallo, Doro. Hi. Ich darf jetzt natürlich nicht mehr sagen, weder wie du mit Nachnamen heißt, noch wo du herkommst. Das ist Doros Geschichte. Das ist ja cool.
Das ist ja cool, heißt es. Achtung, der Hinweis an euch, ja, in Bezug auf Doros Geschichte. Doro lässt sich für ihre Leiden bezahlen. Okay. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Ja, ja. Ich wusste, dass wir uns verstehen, Hubertus. 45 Sekunden. Lass es raus. Ungern. Sie sind im medizinischen Bereich tätig? Ja. Im therapeutischen? Nein. Im Hals, Nase, Ohren? Nein. Zahnmedizin? Nein. Gynäkologie? Nein. Wie heißt es bei Männern? Egal. Das ist nicht egal bei Männern. Aber in einer... Sie sind Ärztin? Nein. Krankenschwester? Nein. Ich weiß es. Ja, dann sag's doch. Nein. Sie sind ein Medium, ein medizinisches Medium? Nein. Sind Sie rechts, im Rechtsbereich? Nein. Also, aber Sie werden gequält? Nein. Nein. Du hast toll gefragt, Hubertus. Du bist kein Stück weitergekommen. Ich weiß. Ja, mit Medizin war er, aber hat er aber natürlich, sage ich, möchte mal sagen, hat er mal so direkt die Stadt getroffen, in die wir jetzt nach der Straße suchen, um die Hausnummer zu finden, weil wir in der richtigen Etage im Zimmer. 200 Euro für Doro, aber Stefanie hat natürlich großartig angegeben. Ich habe eine Vermutung. Sie weiß. Dann los. War, sind Sie. Sie sind, Sie simulieren genau. Krankheiten, damit Studenten an Ihnen testen, ob Sie die Krankheit erkennen. Ja. Das ist richtig! Jetzt bin ich gespannt, wie du das erklärst. Wie bist du darauf gekommen? Es ist an meinem Beruf ja sehr nahe. Ja, in der Tat. Von daher, ich bin da ja so... Da gibt es gewisse Parallelen. Ich bin medizininteressiert. Und du hast davon nicht schon mal was gehört? Ja. In welchem Zusammenhang? Ich glaube, ich habe sogar mal jemanden kennengelernt, der das macht, auch macht. Ja. Die hieß aber nicht Doro. Nee, leider also, nicht. Nee. Nicht. Doro, erzähl mal ganz kurz, was es wirklich damit auf sich hat. Also, du bist auch Schauspielerin. Mhm. Und wie bist du dazu jetzt gekommen? Also, ich studiere Medizin auch noch zusätzlich nach dem Schauspielstudium. Und da habe ich das eben selber mitbekommen, weil dann eben plötzlich Leute reinkommen und ich da selber dann saß und die untersuchen musste. Und das fand ich so toll, das Projekt, dass ich da gedacht habe, ich muss da selber mitspielen und habe dann quasi die Seite gewechselt. Spezialisiert man sich dann für so, ich kann gut Haut? Also ich kann ziemlich gut Darm, aber das ist... Wie sieht das aus, wenn ich jetzt als Medizinstudent herausfinden müsste, dass du eine Durchfallerkrankung hast? Ja, würde ich sagen, hallo, also, Herr Dr. Pflaume. Was fehlt Ihnen denn? Ja, ich habe seit... Sie sehen blass aus. Ja, ich habe so seit 3-4 Monaten einfach auch unglaublich krasse Bauchschmerzen. Und ich habe auch gemerkt, ich muss irgendwie die ganze Zeit aufs Klo. Und sind das krampfartige Erscheinungen? Ja. Wie sieht das aus, wenn Sie sich da verkrampfen? Ja, es ist halt, also es ist wie so ein Ziehen und es fängt hier so an und dann... merke ich halt, dass ich halt dann ganz, ganz dringend jetzt sofort aufs Klo muss. Also so ist es halt. Und was glauben Sie, was das ist? Ein Stuhlgang einfach. Hm? Ja. Ich glaube, ich überweise Sie mal an einen Spezialisten. Das sag ich auch mal. Also, Glückwunsch an Stefanie Stumpf. Doro, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir konnten Sie gut unterhalten. Und ganz besonderen Dank für unser wunderbares Rateteam, für Bernhard Hoecker. Ja, Dankeschön. Für Hubertus Meyer-Burkhardt. Applaus. Stefanie Stumpf, danke, dass du dabei warst. Und Jörg Pilaber. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Wenn Sie mögen, sind Sie immer herzlich willkommen. Kaum zu glauben. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen Abend.